Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, warum bin ich jetzt hier? Ganz simpel, ich habe mir jetzt überlegt, was könnte ich machen? Wir können jetzt auch uns wieder eine Stunde noch hinstellen, die ganzen Dorfbewohner einkerkern. Aber möchte ich erstmal nicht. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen arbeiten. Ich werde mich auch erstmal hier ein bisschen ausräumen. Wir werden noch eine Eisenaxt uns craften. Wir werden das Holz abholzen, die Bäume, weil die stören da gerade jetzt. So, die können hier mal rein, das Boot kann mal kurz hier rein, das und das rein. Die Sticks brauche ich für noch eine Axt, denn ich würde gerne da drüben an der Stelle, wo jetzt die Mammut Eiche hier aus Brucewood stehen, quasi hier die Kürbisplantage hinsetzen und Melone. Und dann müsste ich aber das hier ein bisschen abtragen. Quasi wirklich hier zwei Blöcke. Entweder setze ich dann die Schafe hier ein bisschen weiter nach vorne. Das werden wir bestimmt machen. So, wir gucken erstmal. Dass die hier rüber kommen. Hier kommt ja dann wieder der Cobblestone Wall hin. Und dass die dann halt quasi gleich hier eingepfercht sind. Das werden wir auch machen. Ich sage erstmal schnell Schlafenszeit. Aber davor fällen wir jetzt erstmal die Bäume. Auch die kleinen Spruce Woods. Ich denke mal, die werden wir als erstes fällen. Dass wir da nämlich unsere garantierten Setzlinge wieder rausbekommen. Dafür hatte ich die ja gesetzt. So, die macht gleich die Hufe hoch, sage ich doch. Dann baut er nicht damit Laub ab. Ja, aber wo ich jetzt wieder hoch und runter scrolle. Da hätte es mir auch das kurz getan, so. So, hier die decayen jetzt langsam. Müssen wir halt immer mal wieder gucken gehen. Nach den Setzlingen hin. So, in der Zeit können wir nämlich auch unseren großen, kleinen großen erstmal abarbeiten. Wunderbar. Ja, jetzt die Planung, weil wir Melonen brauchen wir. Damit wir mit unseren Farmern wieder traden können. Da müssen wir uns bloß eine neue Stelle suchen für unsere Spruce Woods. Aber das kriegen wir auch hin. Wir dürfen ja alles genügend Setzlinge bekommen. Jetzt haben wir 6. Also 2 Riesenbäume hätten wir schon mal definitiv. Da sind auch noch mal ein paar Setzlinge. Bei denen kommen ja auch noch welche runter.
Jetzt fällen wir den hier noch schön runter. Wunderbar. Und wenn ich manchmal über sowas rede wie im, wenn die Staffel hier vorbei ist. Ich hoffe es mal nicht so früh. Dass wir uns irgendwelche Überlebenschallenges im Hardcore-Modus in der Wüste zum Beispiel setzen. Ignoriert erstmal. Das ist erstmal so, weil ich gerade mal solche Videos gucke. Ich habe 100 Tage in der Wüste Minecraft Hardcore überlebt. Es war nicht leicht. Ja, weil in der Wüste gibt es halt so an sich kein Holz zu finden. Auch schwer in den Dörfern. Aber da gibt es halt eher mehr Kakteen. Stöcke kriegt man halt aus den vertrockneten Büschen, aber halt keine Crafting-Tische. Also müssen wir es halt so machen. Also ich rede manchmal gern, als dass es stimmt. Also nicht wirklich alles ernst nehmen hier. Es sind manchmal nur so, ach, ich könnte doch mal es versuchen. Ja, aber lasst mich da mal lieber bloß reden. So, jetzt müssen wir erstmal die Bereich für die Schafe machen. So, also müssen wir erstmal kurz hier Witter Erde setzen. Hier sind die. Fünf. Muss halt auch gucken, dass hier wieder Gras drauf wächst. Bevor ich hier alles wieder fertig mache für die Schafe. Wolltest du nicht noch ein Efficiency-Buch haben vorher? Damit du hier besser rasieren kannst. Ja, aber unsere, die geben gerade nicht so viel her. Wir können gleich nochmal gucken gehen, ob wir was getradet bekommen, freigetradet. Wir werden sehen. Bambus wächst, Katze, du bist schön, brav und wartest. Ich brauche Weizen am besten, damit ich die rüber bekomme. Ich hatte erst gerade überlegt, mache ich es mit Wassereimer. Nein, das war natürlich unschön, aber gut, das soll ja eh weg. Also von daher. Jetzt sind sogar schon zwei Katzen hier drin. Also. Dann lege ich euch mal hier rüber. Schafe, hierher. So, sonst geht nämlich hier gleich wieder das wilde Schafgepoge los. Ich muss mal gucken, habe ich zwei. Oder ein bisschen Fisch noch, sonst müssten wir erstmal angeln gehen für die Katzen. Ich denke mal schon, aber ich weiß es nicht ganz genau. Raw Salmon und Raw Cod. Es wäre schön, wenn die gleich klappen würden. Sonst müsste man halt wirklich mal angeln gehen.
Wir müssen angeln gehen. Oder lasse ich die frei, weil wir haben ja zwei Katzen. Ach komm, wir lassen sie frei hier. Kommt. Macht euch fort an einen schönen Ort. So. Wenn wir hier sagen, hier kommt noch ein Zweierweg hin. Also, Wand, Zweierweg. Zweierweg. Ich würde gerne 16 haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und dann würde da, ich nehme jetzt bloß mal die Spruce Logs, da kabbelst du einen Weg wieder sein. Ja, müsste eigentlich passen. Da haben wir nicht so viel erstmal zum Abtragen, aber auch viel. Nicht so viel, aber viel. Ja, ist okay. Zwei, also. Machen wir gleich die Ecke hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, zack. Dann wäre das da. Schauen. Jawohl. Und so kriegen wir auch gleich noch ein bisschen Erde zum Füllen von unserer Handelsbaustelle drüben. Und das müssen wir erstmal hier ein bisschen Erde klatschen. Ich mache jetzt bloß noch kurz das hier weg. Dann schlafen wir, dann gucken wir noch mal zur zum Zuckerrohr. Ernten wir noch das noch mal durch. Kalter Kaffee. Lecker. Lassen wir noch mal ein bisschen Papier herstellen. Dass wir gegebenenfalls noch mal ein bisschen jetzt traden können. So, mein war ja da. Mach uns mal Papier draus. Ich mache mir mal sicherheitshalber schon mal. Naja, ich habe jetzt keine Dunkleiche. So, du hast ja Mending. Respiration ist anscheinend neuer geworden. Curse of Binding. Affinity, da haben wir bloß die drinne. So. Versuche ich mit Glas, aber ich denke mal, mehr als zwei Verzauberungsbücher kippen die ja nicht hin. Her. Manning, du bist schon hochgetradet. Respiration. Das ist ja der einzigste, der hier noch steht. So, also probieren wir es nochmal. Nein, du sollst kein Fletcher werden. Nein, du auch noch nicht, meine Güte.
Wer nochmal zum Bibliothekar, bitte. Hier. Willst du mich veräppeln? Der will mich doch eindeutig veräppeln. Rein. Einer bloß. Du sollst da drinnen bleiben. Schau dich gleich. Freundchen. So, jetzt probierst du noch mal mit einem Lektüren. Hier hast du einen stehen. Nimm ihn. Meine Güte. Manchmal sind die wirklich schwer vom Begriff. Muss ich dir einen neuen bauen? Dann baue ich dir halt einen neuen. Fehlt mir zwar, glaube ich, gerade Leder. Mache ich es halt so. Dann kriegt er jetzt seinen neuen eigenen Lektüren. So. Ist zwar nicht so gewollt gewesen, aber buh. Besser. Guck mich nicht so an. Ich karte dich gleich woanders hin. So. Na, springen kann ich auch nicht mehr. Danke. So, habe ich jetzt hier irgendwo was zum rüber transportieren. So, ich will ja eigentlich keine Hohlräume haben, deswegen mache ich es mal jetzt gleich. Doch noch hier. Die schöne Erde. Ja, und das alles bloß für einen Doofi hier, der sich weigert, einen anderen Beruf anzunehmen. Also kriegt er jetzt seine eigene kleine Station, dieser kleine Wicht. Dieser kleine Wicht. Natürlich habe ich dafür jetzt keine Baublöcke mehr. Dankeschön. So.
Ja, muss ich das doch wieder wegnehmen hier? Da das ja jetzt dann gleich wieder mit Wasser funktionieren wird. So, also snacken wir uns den jetzt mit einem Boot. Und dann gibt es hoffentlich bald auch Brot. Was? Ja, ich habe einen singerischen Moment mal wieder. Es tut mir sowas von nicht leid. Alles dafür, dass du mal einen anderen Beruf annimmst. Junge, habe ich eine Lektion mit? Nö. Brauche ich aber noch. So, hoffentlich akzeptiert er das dann als neuen Bereich. Meine Güte, und das alles nur, damit ich einen vielleicht einen Efficiency Villager bekomme. So. Wassereimer. So. Jetzt kommt noch das hier hin. Jetzt gucke ich mal. Blast Protection. Aber bevor wir den wirklich hochtraden können, brauche ich halt Papier. So. Paper, please, brauchen wir jetzt. Das heißt, ich muss wieder mal mit meinem magischen Stock mal wieder Zuckerrohr ernten. Ich laufe direkt dran vorbei. Ich bin auch schlau, oder? Ja, bist du. Die Kiste ist nämlich leer. So. Ja, Bambus ist gut gewachsen. Ich warte jetzt erstmal, bis das nachgerutscht ist alles. Sag erstmal an der Stelle. Kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.